Die Media Night ist das Ereignis geballter Prominenz beim CHIO. Pferdesport der Extraklasse und die große Eröffnungsfeier locken Sportler, Politiker, Schauspieler und andere bekannte Gesichter nach Aachen. Dort, wo wir leben, gehe ich oft ausreiten im Wald. Aber ich habe die Profis noch nie so nah erlebt in ihren Outfits. Ich war noch nie auf so einem großen Turnier. Aachen ist eine der tollsten Turniere auf der ganzen Welt. Es ist eine atemberaubende Atmosphäre, es ist ein Hammerstadion und die Weltelite ist da. Also was will man mehr? Die Atmosphäre, tatsächlich atemberaubend. Denn die Eröffnung des CHIO Aachen 2018 stand in diesem Jahr unter ganz besonderen Sternen. Die Künstler des chinesischen Nationalzirkus beeindruckten nachhaltig. Ich sollte das besser nicht probieren. Ich kann klar vielleicht gerade mal so ein kleines Stück auseinandergrätschen und dann knackt es im Gebälk. Das diesjährige Partnerland ließ es richtig krachen in der Aachener Sörs und zeigte, wie sich Moderne und Tradition beeindruckend verbinden lässt. Sogar die Pferde der weltberühmten Terrakotta-Armee wurden wieder zum Leben erweckt. Mehr als genügend Gesprächsstoff für die Zuschauer und die Stars der Media Night. Haben Sie denn auch schon mal auf dem Pferd gesessen? Ja, aber es ist ziemlich lange her und war auch maximal zweimal im Leben. Ich habe großen Respekt vor diesen großen Tieren. Als ich Teenager war, gab es ein Pferd, das ist Fanny. Und das war für mich so mein Buddy. Und Fanny war ein Pferd, das war ein sehr besonderes Pferd. So weiß mit schwarzen Flecken, so ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf. Das bist du. Das bin ich. Bist du Fanny? Ich bin Fanny. Das war bei Winnetou und das Halbblut Apanachi. Und das Pferd war am Anfang sehr nervös. Dann habe ich mit dem aber so lange trainiert, dann war er plötzlich so zutraulich und hat alles gemacht, was ich wollte. Das war ein ganz tolles Pferd. Kuban hieß er. Bei der Media Night im Champions Circle ging die Eröffnungsfeier in die Verlängerung. Was für ein stimmungsvoller Auftakt für den CHIO Aachen 2018.